Die Schuhe, die sind verstärkt mit Stahlkappen. Und die Arnadel ist scharf wie ein Dolch. Liberté, Egalité, Fraternité. Oder den Tod. Zeig es den alten Tyrannen. Gwendolyn, gut, dass du zur Vernunft gekommen bist. Sie haben überzeugende Argumente. An diesem Moment hängt die Ewigkeit. Mein Chronograph ist im 18. Jahrhundert geblieben. Und ohne Chronograph kann ich ja meine Zeitreise nicht kontrollieren. Und wie bist du dann hierher gekommen? Ich weiß nicht. Ich war so traurig und ich habe mir gewünscht, bei euch zu sein. Und dann... Ist das möglich? Gwendolyn, ist das schon einmal vorgekommen? Nein. Doch, ja. Einmal habe ich in der Klemme gesteckt und dann bin ich plötzlich bei Shakespeare gewesen. Kleine, ich vermute, dass du ohne Zeitmaschine gezielte Zeitreisen unternehmen kannst. Nein, das ist Quatsch. Das war bestimmt nur Zufall, dass ich hier gelandet bin. Viele Leute würden auch behaupten, Unsterblichkeit ist Quatsch. Du hast diese Gabe vielleicht nur unbewusst eingesetzt, aber vielleicht kannst du die Fähigkeit zum autosuggestiven Zeitreisen auch ganz bewusst einsetzen. Hör mir zu. Unsere Urahne, Madame de Fay, hat diese Fähigkeit auch gehabt. Das hat sie mir mehrfach erzählt. Es geht darum, seine Gefühle so zu fokussieren, dass du alleine mit der Kraft deiner Gedanken die Raumzeitbarriere überwinden kannst. Die Raumzeitbarriere überwinden? Ganz genau. Bin gleich wieder da. Sein Stern verglüht nur vor Liebe gequält. Hier geht es nicht nur um die Vergangenheit, sondern auch um die Zukunft. Wendy, sind unberechenbar. So wie du. Schön, dass Sie sich wieder in meine Arme werfen. Bereit? Bereit, wenn du es bist.